und rufe auf Tagesordnungspunkt 58, Antrag der Fraktion der CDU betreffend eine Aktuelle Stunde. Hessen schafft Wissen, Krebsforschung auf Spitzenniveau, Forschung für unser aller Nutzen, Drucksache 19/5980 aus 19. Und die erste Wortmeldung. Wo haben Sie die denn hin? Die erste Wortmeldung war da, aber ist hier am Präsidium im Moment nicht auffindbar. Ist Kollege Bartelt für die CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessens Krebsforschung hat weltweit höchstes Ansehen. Ein herausragendes Beispiel ist das Zentrum Zell- und Gentherapie CGT. Es gehört zum Zentrum für Tumorerkrankungen der Universitätskliniken Frankfurt. Dieses ist ein onkologisches Spitzenzentrum Deutschlands. Die Wissenschaftler und Staatsminister Rhein informierten im Vorfeld des Weltkrebstages über aktuelle Forschungen der Krebstherapie aus diesem Zentrum. Das CGT wurde mit 40 Millionen € aus dem Wissenschaftsprogramm LOEWE gefördert. Krebsforschung hat eine Priorität, wurde bislang in 13 Projekten mit fast 100 Millionen € durch LOEWE finanziert. Worum geht es bei diesem Forschungsgegenstand? Die Ersttherapie des bösartigen Tumors ist meist die chirurgische Entfernung. Oft folgen weitere Maßnahmen. Im Mittelpunkt stehen Medikamente, die die Zellteilung hemmen. Die treffen auch gesunde Zellen. Das führt zu Nebenwirkungen. Weiterhin entziehen sich die Tumorzellen durch Entdifferenzierung der Ansprechbarkeit der Behandlung. Das limitiert den Erfolg. Ideal wäre nun eine Therapie, die nur die gewünschte Zelle trifft und dieses auch noch nach vielen, vielen Teilungszyklen. Und nun, ein solcher Ansatz wird im CGT zur praktischen Anwendung geführt. Die Vorläuferzelle der Abwehrzelle Stammzelle wird dem Patienten entnommen, genetisch so verändert, dass sie diese Eigenschaften erhält, also die Tumorzelle aufspürt und zerstört. Bei bestimmten Blutkrebsen und Lymphdrüsenkrebsen kommt dieses schon jetzt den Kranken zugute. Das kann sogar lebensrettend sein, wenn kein geeigneter Knochenmarkspender bei diesen Erkrankten gefunden wird. Ziel ist es, auch bei Organkrebsen und ihren Metastasen diesen Therapieansatz zu nutzen. Durch das von Staatsminister Grüttner entwickelte hessische Onkologiekonzept kommen solche Erkenntnisse auch schnell den Kranken zugute, die nicht in der Uniklinik behandelt werden. Die Vernetzungen zwischen koordinierenden Kliniken, meist Universitätskliniken, aber nicht ausschließlich, mit kooperierenden Häusern, oft Kreiskliniken, ermöglichen den schnellen Wissenstransfer. Fortschritte in der Krebstherapie erfordern interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Medizin, gemeinsame Forschung mit anderen Naturwissenschaften, Zusammenarbeit mit außeruniversitären Einrichtungen und ganz besonders eine internationale Aufstellung. Das geförderte Zentrum CGT erfüllt alle diese Kriterien in hervorragender Weise. Auch deshalb ist die Finanzierung auch nach Auslaufen der LOEWE-Finanzierung durch Drittmittel nachhaltig und in mindestens der gleichen Höhe gesichert. Das CGT erforscht übrigens nicht nur Tumorerkrankungen, auch Herzmuskelerkrankungen, Lungenfibrosen sind Gegenstände von Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung. Wir danken in erster Linie für Engagement und Kreativität der Wissenschaftler. Wir sagen aber auch in aller Bescheidenheit, die Wissenschaftspolitik in Hessen setzt
in der Finanzierung und in der Schaffung effizienter Strukturen genau die richtigen Ansätze. Das ist besonders das Verdienst des Wissenschaftsministeriums und Ihres Ministers. Wir werden diese Politik weiterhin unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Fast eine halbe Million Menschen jährlich erkranken in Deutschland an Krebs. Fast jeder kennt in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden, der an Krebs erkrankt ist. Und deshalb ist es ein großer Fortschritt, wenn neue funktionierende Behandlungsmethoden gefunden werden. Und auch dafür gilt natürlich auch allen Forscherinnen und Forschern auch unser Dank und unsere Anerkennung. Onkologische Forschung wie am Universitären Zentrum für Tumorerkrankungen in Frankfurt können neue Erkenntnisse über die Entstehung von Tumorerkrankungen hervorbringen und zu verbesserten medizinischen Versorgung von Patienten führen. Ich denke, das ist völlig unstrittig. Aber ich möchte auf einige Punkte hinweisen, die mir wichtig erscheinen in dieser Debatte. Ich finde, man muss schon die Frage aufwerfen, welche Folgen es für die Forschung hat, wenn eine finanzielle Abhängigkeit zur Pharmaindustrie besteht. Krebsmittel stellen für Arzneimittelhersteller ein Marktsegment mit sehr hohem Umsatz und hohen Wachstumschancen dar. Und deshalb investiert die Pharmaindustrie große Summen in die Forschung solcher Präparate. Und ich will ein Beispiel nennen, das vielleicht zeigt, dass Forschung an Grenzen stößt, wenn sie mit wirtschaftlichen Interessen eng verknüpft ist. Aktuell berichten einige Forscherinnen und Forscher und behandelnde Ärzte über Erfolge bei der Tumorbehandlung mit dem Drogenersatzmittel Methadon. Allerdings gibt es keine breit angelegte Forschung mit verlässlichen Ergebnissen dazu, weshalb viele Experten davon abraten, es als Krebsmittel einzusetzen. Die Ulmer Chemikerin Dr. Friesen vermutet, dass das mangelnde Forschungsinteresse seitens der Pharmaindustrie daran liegen könnte, dass das patentfreie Methadon 12 € für eine Behandlungszeit von 4 Wochen kostet, während die Industrie mit anderen Krebsmedikamenten in der gleichen Zeit 20.000 bis 25.000 € verdienen kann. Ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob Methadon aus medizinischer Sicht für die Krebstherapie geeignet ist. Aber wenn Ärzte und Forscher ernstzunehmende Forscher und Ärzte auf Erfolge verweisen, wäre es ja ein Anlass, die Wirkung genauer zu erforschen, meine Damen und Herren. Der Chefarzt der Berliner Helios Klinik für Onkologie und der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, Prof. Dr. Ludwig, kritisierte kürzlich, dass klinische Studien überwiegend von der Pharmaindustrie finanziert werden und Steuermittel für unabhängige Forschung nur völlig unzureichend zur Verfügung gestellt werden. Solche Mittel wären aber notwendig, um Ergebnisse zu bekommen, die eben nicht von pharmazeutischen Herstellern möglicherweise verzerrt sind. Die Pharmaindustrie hat nun einmal ein Interesse, und sie steckt ja nicht viel Geld in Forschung, um am Ende daran nichts zu verdienen. Wir sind aber der Meinung, dass Forschung nach wissenschaftlichen Kriterien im Interesse der Patienten erfolgen sollte und nicht zugunsten der Pharmakonzerne. Deswegen fordert DIE LINKE im Bundestag schon seit Jahren die Bereitstellung von 500 Millionen € aus dem Bundeshaushalt zur Förderung der nicht kommerziellen Pharmaforschung, meine Damen und Herren. Es reicht aber nicht, nur die Therapien zu erforschen. Wir müssen die Erkrankungen verstehen lernen, und wir müssen die Ursachen dafür finden. Und das ist ein Grund, warum ein Krebsregister gerade erstellt wird. Derzeit liegen allerdings nur die Daten von 2011 vor. Bei den Haushaltsberatungen wurde uns mitgeteilt, dass der neue Bericht für 2017 vorgesehen ist. Das ist jetzt vorbei. Also, das wäre auch die Frage, wann damit zu rechnen ist. Weil die Erforschung von Krankheitsursachen, die sich aus der Wohnumgebung, aus dem Arbeitsumfeld ergeben können, findet nur eingeschränkt statt. Und ich finde, hier besteht ein Nachbesserungsbedarf. Es ist nämlich nicht nur das Rauchen, das krebserregend ist. Es wäre fatal, wenn man regionale Schwerpunkte von Krebserkrankungen, z.B. rund um einen Flughafen, um eine stark befahrene Straße oder um Salzablagerungen ignorieren würde.
Es gibt Hinweise darauf, dass Mitarbeiter in der Chemieindustrie beispielsweise vermehrt unter Blasenkrebs leiden. Wenn solche Ursachen für Krebserkrankungen verharmlost werden oder gar geleugnet werden, um nicht entsprechend politisch handeln zu müssen, dann ist das ein Problem, weil die beste Behandlung ist ja, die Risiken an Krebs zu erkranken zu minimieren und in dieser Form schon vorzubeugen, meine Damen und Herren. Und ein letzter Punkt. Neue Behandlungsmethoden sind wichtig. Es muss aber auch genügend Personal geben, das sie anwenden kann. Deswegen brauchen wir mehr Personal in der Pflege, in der Versorgung und auch im ärztlichen Bereich. Diese Zugänge müssen für alle Patientinnen und Patienten möglich sein, auch für Kassenpatienten. Denn Krebs unterscheidet nicht nach Privatversicherten und Kassenpatienten, und die Behandlung darf es ebenso wenig tun. Gerade bei dieser Erkrankung sind Menschen darauf angewiesen, dass sie gut versorgt sind, dass sie gut informiert werden über Krankheits- und Behandlungsverlauf, über Alternativen und mögliche Folgen. Sie brauchen Zuwendung und Aufmerksamkeit. Und das ist bei dem aktuellen Personalmangel in den Krankenhäusern immer weniger möglich. Hier muss sich dringend etwas ändern, meine Damen und Herren. Ja, das war eigentlich ein guter Schluss. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn Sie mir einen Abschlusssatz noch erlauben, es darf nicht sein, dass die Schwere und Komplexität einer Erkrankung zählt, weil es mehr Geld bringt. Die notwendigen Mittel müssen zur Verfügung gestellt werden bei Gesundheit. Und gerade im Kampf gegen eine Krankheit wie Krebs muss klar sein, dass immer der Mensch an allererster Stelle steht und nicht der Profit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollegin Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Krebsforschung macht seit Jahren Fortschritte, und es gibt verbesserte Methoden zur Früherkennung sowie die Entwicklung von Therapien, die effektiver und weniger toxisch sind. Und das ist auch gut so, meine Damen und Herren. Und auch das Hessische Krebsregister wurde ja schon angesprochen, das erst in jetziger Form seit 2014 existiert. Und meine Damen und Herren, wir haben gerade von Frau Wissler gehört, es liegen erst seit von 2011 Daten vor. Die klinischen Daten kommen noch später. Hätte man das Krebsregister in jetziger Form früher eingeführt, dann hätten wir schon längst Datengrundlagen, mit denen die Forscher handeln könnten, meine Damen und Herren. Und nicht nur die lange Wartezeit auf die Daten, mit denen man Forschung fair oder behindert hat. Ich möchte das gar nicht von der Hängepartie der Partikeltherapie sprechen, meine Damen und Herren. Insgesamt muss ich aber sagen, finde ich Ihre Aktuelle Stunde gut und wichtig, denn die Krebsforschung hat ihren Nutzen. Aber verzeihen Sie, gerade im Rahmen von Forschung, und Herr Dr. Bartelt ist ja darauf eingegangen, dass es ganz viele Forschungsprojekte und Maßnahmen gibt, die sind auch gut. Da loben Sie sich nur für die Leistung von anderen. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an all die Forscher und all jene, die die Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen. Ich erkenne die verstärkte Krebsforschung an, seit 2008, und auch natürlich die Projekte. Aber Herr Minister Rhein, selbst Sie haben eingeräumt, dass die Zuschüsse vom Land längst nicht ausreichen. Dann weiten Sie doch einfach die Forschungsförderung aus, meine Damen und Herren, zum Beispiel für die Erforschung von Metastasenbildung und die im Ruhestand befindlichen Tumore. Hier gibt es bis dato kaum Erkenntnisse. Das heißt, Erkenntnisse, wie man Krebs bzw. die Wiederkehr von Krebs verhindern kann, fehlen. Hier können Sie investieren, meine Damen und Herren. Ein Patient scheint geheilt, und nach Jahren oder Jahrzehnten kehrt der Krebs zurück. Sicher kennen Sie auch Betroffene. Angesichts der Zunahme genau solcher Krankheitsgeschichten ist die Forschung dringend notwendig. Es gibt viele Fragen, die noch nicht geklärt sind. Gibt es Merkmale bei Primärtumoren zu einer Wiedererkrankung, ob sich erneut Metastasen bilden werden? Gibt es veränderbare Faktoren, die den erneuten Ausbruch der Krankheit beeinflussen? Und inwieweit können Langzeittherapien abhelfen? Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden, braucht es Langzeittherapien und noch mehr Anstrengungen in der Forschungsarbeit. Und das bedeutet,
finanzielle, sächliche und personelle Ressourcen. Sie haben es zutreffend, Herr Minister Rhein, bei Ihrem Besuch bei den Onkologen in Frankfurt gesagt. Die Zuschüsse des Landes reichen längst nicht aus. Damit wissen Sie ja auch, was Sie zu tun haben, um dies zu ändern. Und Herr Dr. Bartelt, ein Wort noch zu Ihnen. Sie haben eben von Drittmitteln gesprochen und haben gesagt, Forschung durch Drittmittel würde eine Nachhaltigkeit gewährleisten. Also für mich widersprechen sich Drittmittel und Nachhaltigkeit doch im wahrsten Sinne dieser Worte, meine Damen und Herren. Ich möchte aber noch einmal auf den genannten Bereich zu sprechen kommen, denn nicht der Primärtumor, sondern meistens sind es die Metastasen, die für den tödlichen Verlauf von Krebserkrankungen verantwortlich sind. Wenn Sie die Überlebenschancen von Krebspatienten verbessern wollen, investieren Sie noch besser in die Forschung, auch in jene, um Prozesse zu verhindern, zu verzögern und zu beseitigen, die die Metastasenbildung hervorrufen. Und es ist mitnichten so, meine Damen und Herren, dass es garantiert ist, dass man nach 5 Jahren geheilt ist. Deswegen müsste man Mittel finden, die den späten Rückfall verhindern. Und am besten wäre es, etwas zu finden, das die sogenannten Onkogene beeinflusst, die ja letzten Endes verantwortlich sind für den Ausbruch der Krankheit Krebs. Dies wäre ein Meilenstein für alle Patientinnen und Patienten. Investieren Sie also noch mehr in die Forschung und helfen Sie damit, Krebs zu heilen und Wiedererkrankungen zu verhindern. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege May, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Forschung, sie ermöglicht uns in vielen Bereichen Dinge, die vor wenigen Generationen noch quasi undenkbar waren. Und gerade bei der medizinischen Forschung ist es ein ganz sensibles Thema, die auch ethische Fragen nach sich zieht, die auch, was gerade die Frage angeht, Zuverlässigkeit von Studien und Wissenschaftlichkeit, haben wir heute Morgen in der Presse gesehen, Fragen nach sich zieht. Aber im Allgemeinen und der große Teil der medizinischen Forschung ist doch sehr ehrlich und hat zur Folge, dass sie unser Leben verlängert, dass sie im großen Maße Leid verringert oder eben heilen kann. Und ich glaube, das alles ist ein sehr großer Fortschritt für uns alle, von dem wir alle im ganz besonderen Maße bei medizinischer Forschung profitieren. Ich will Ihnen das ganz kurz deutlich machen. Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn Sie dort eine Blinddarmentzündung hatten, da war das in der großen Mehrzahl der Fälle war das dann Ihr Todesurteil. Und es war medizinische Forschung, wie z.B. von Hermann Kümmel, der ja aus dem hessischen Korbach, damals waldigschen Korbach, stammte, der dieses Operationsverfahren eingeführt hat, das heute dazu führt, dass eben die Blinddarmentzündung bei Weitem kein Todesurteil mehr bedeutet, sondern eben eine Sache ist, die schon eher in den Bereich der Bagatelle geht. Und das zeigt ganz deutlich, wir müssen weiter dranbleiben. Die tödlichen Volkskrankheiten von heute sind andere. Und es ist von daher sehr richtig, dass das Land große Anstrengungen unternimmt, um eben Forschung voranzutreiben, dass wir eben in diesen Bereichen, beispielsweise in der Krebsforschung, Ressourcen bündeln und die Forschung voranbringen, um in diesem Bereich eben auch zu dem Ziel zu kommen, Leid zu mindern oder zu vermeiden, im Sinne, in dem Sinne der Bevölkerung zum Nutzen von uns allen. Und von daher will ich sagen, geht es nicht darum, Frau Dr. Sommer, dass wir uns die Erfolge der Forscherinnen und Forscher zu eigen machen wollen. Das ist nicht der Fall. Das hat auch der Kollege Dr. Bartelt nicht gesagt. Der hat Ihnen sogar explizit gedankt. Aber man muss doch einmal die Frage stellen, und ich glaube, dazu ist die Aktuelle Stunde heute auch notwendig, was sind denn die Gelingensbedingungen, die wir von Landesseite machen können? Und dort haben wir einiges auf den Weg gebracht, und Sie haben es leider verpasst, zu sagen, dass Sie diese Gelingensbedingungen, die wir als Koalition im Wissenschaftsbereich auf den Weg gebracht haben, dass Sie diese unterstützen und dass Sie an dieser Stelle der Meinung sind, dass diese Gelingensbedingungen weiter fortgeführt werden sollten, dass diese Stärkung
Leitung von Forschung, insbesondere von medizinischer Forschung, ihre Zustimmung findet und dass die Koalition von CDU und GRÜNEN an dieser Stelle und nicht nur an dieser Stelle auf einem sehr guten Weg ist. Ich will Ihnen das einmal in ganz kurzen Strichen hier darstellen. Wir haben uns für die Unikliniken ganz besonders eingesetzt, beispielsweise auch durch Forschungsbauten, die wir dort ermöglicht haben. Sie haben den Minister Rhein angesprochen. Ich glaube, da haben Sie etwas missverstanden. Wir setzen uns dafür ein, dass die Unikliniken und das auf Bundesebene, da setzen wir uns dafür ein, dass die Unikliniken endlich in dem Maße finanziert werden, wie es notwendig ist. Schauen Sie doch einmal in den Haushalt rein, was wir für die Unikliniken machen müssen, weil in dem gesamtgesellschaftlichen Gesundheitssystem einfach die Leistungen, die Unikliniken bringen, nicht adäquat ausfinanziert werden. Da, sehr geehrte Frau Dr. Sommer, da sind wir, die ist die Koalition von CDU und GRÜNEN und Minister Rhein. Wir sind da ganz klar. Wir haben dazu in dieser Wahlperiode schon mehrfach Stellung genommen und haben gesagt, wir wollen eine zusätzliche Finanzierung für die Unikliniken, weil das, was an Spitzenforschung an den Unikliniken, das, was dort an hochspezialisierter Medizin gemacht wird, das wird durch die Gesundheitsversorgung, wie sie bisher ist, nicht ausreichend adäquat dargestellt. Deswegen brauchen wir dort eine zusätzliche Leistung. Wir haben das so, Minister Rhein hat das einmal so zusammengefasst. Der Ebola-Fall wird eben im Uniklinikum behandelt und nicht im Kreiskrankenhaus. Von daher brauchen wir dort eine besondere Finanzierung. Wir hoffen, dass wir Sie dort auch in der Zukunft an unserer Seite haben. Weil das ist das, was unsere Unikliniken brauchen. Wir haben als Land Hessen auch die Verantwortung übernommen, mit 3 medizinführenden Universitäten ausreichend in die Medizinerausbildung, in die medizinische Forschung von Staats wegen zu investieren. Die meisten anderen Länder machen sich dort einen schlanken Schuh und machen fast gar nichts im Bereich Medizin. Und wer eben auf die Skandale verweist, was da eben Abhängigkeit, Industrie, Pharma und Medizin passiert, der muss doch zu der Überzeugung kommen, dass man eben gerade starke Universitätskliniken braucht, dass wir eine starke öffentliche Förderung der medizinischen Forschung brauchen. Und damit möchte ich dann auch schließen. Ich glaube, gerade das, was wir hier in Hessen im Bereich der Forschungsförderung von Löwe über die Unikliniken auf den Weg gebracht haben, das ist zum Nutzen aller. Und damit können wir uns sehen lassen. Und es ist schade, dass die Opposition es heute versäumt hat, das sich zu eigen zu machen und das zu bestärken. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Knell für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Weltkrebstag am 4. Februar, aber auch der Weltkinderkrebstag am 15. Februar tragen dazu bei, dass Krebserkrankungen öffentlich stärker wahrgenommen werden. Und das finden wir auch gut so. Aber für viele Betroffene und Angehörige stellt jeder Tag eine Herausforderung dar, verbunden mit Hoffen und Bangen. Und noch immer sterben pro Jahr etwa 220.000 Menschen an Krebs. Knapp 500.000 Menschen erkranken im selben Zeitraum neu. In Deutschland sind Krebserkrankungen nach Erkrankungen des Kreislaufsystems die zweithäufigste Todesursache. 29% der Männer und 23% der Frauen sterben an den Folgen einer Krebserkrankung. Lange trat die Onkologie auf der Stelle, kam nicht so richtig voran. Aber in den letzten Jahren gab es immer wieder Durchbrüche in der Krebsmedizin. Sie ist präziser geworden. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang auch von Präzisionsmedizin, die hauptsächlich auf die neuen Erkenntnisse aus der Genetik zurückgeht. Und hierzu tragen auch die hessischen Forschungseinrichtungen und Kliniken maßgeblich bei. Deshalb ist die Forschung in diesem Bereich unermüdlich zu unterstützen. Und wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Gesundheitssystem funktioniert. Wir setzen auch in diesem Bereich auf die Zusammenarbeit vieler Akteure und erwarten vom Land, dass sie, wo es notwendig ist, diese aktiv fördert. Es zeigt sich, dass Hessen nicht zuletzt durch die 13 Löwe-Projekte wichtige Beiträge leistet, die sich mit der Krebsforschung beschäftigen. Und diese müssen auch konsequent fortgeführt werden und wenn möglich auch intensiviert werden. Denn die Erforschung verschiedenster Krebsleiden sowie die onkologische Versorgung von Patientinnen und Patienten in den hessischen Kliniken soll zum Wohle der Patienten vorgenommen werden. Aber auch Forschungsprojekte, die an unseren Unikliniken, z. B. durch die Deutsche Krebshilfe, finanziert werden, stellen eine wichtige Ergänzung dar und
Auch diese Zusammenarbeit gilt es zu fördern. Hierzu zählt aber auch die Forschung bzw. die Entwicklung von Konzepten zur Beratung und zur Betreuung von Patienten und Angehörigen, die nicht zu unterschätzen ist. Hier denke ich, sollte man auch einmal in diesem Zusammenhang all den ehrenamtlichen Helfern danken und ihr Engagement würdigen. Mit Sicherheit stellen die Erkenntnisse des Universitären Zentrums für Tumorerkrankungen UCT über neuartige Krebstherapien mit verschiedenen genetisch veränderten Immunzellen einen wichtigen Schritt dar, und deshalb sollen diese Erfolge auch positiv hervorgehoben werden. Als weiteres Beispiel gilt das Löwe-Zentrum für Zell- und Gentherapie, CGT, das bereits 2014 an der Frankfurter Goethe-Universität institutionell verankert wurde und das Ziel hat, Verfahren der Gen- und Zelltherapie weiterzuentwickeln und sie dadurch effizienter, spezifischer und sicherer zu machen. Zu nennen sind auch die Erfolge von den Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim, die im Sommer letzten Jahres einen Lungenkrebs-Frühtest entwickelt haben, der über die Analyse von Atemluft funktioniert und die auch an Bluttests zur Früherkennung arbeiten. Selbstverständlich ließen sich noch weitere Beispiele nennen, die die Forschungsleistungen in Hessen hervorheben, und die genannten sollen nur exemplarisch die Erfolge skizzieren. Fest steht aber auch, dass Krebsforschung langwierig und extrem komplex ist und viel Zeit und auch viel Geld benötigt. Und deshalb bedarf es eines steten Engagements im Bereich der Forschung und Wissenschaft. Und Frau Kollegin Dr. Sommer hat das ja eben auch schon ausgeführt, dass da auch einfach mehr Geld gebraucht wird. Wir teilen die Auffassung des Wissenschaftsministers, der sich für eine Forschungsinfrastruktur und die Vernetzung der Akteure des Gesundheitssystems zur optimalen Krankenversorgung ausspricht, und sprechen uns auch dafür aus, diesen Kurs fortzuführen und zu intensivieren. Krebs ist die Angsterkrankung Nummer eins. Dank neuer Diagnostik und immer besserer Behandlungsmöglichkeiten sind die Überlebenschancen deutlich gestiegen, wenngleich Krebs immer noch weltweit die häufigste Todesursache darstellt. Deswegen ist es auch so wichtig, die nationale und internationale Zusammenarbeit von Wissenschaftlern zu fördern. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Landesregierung hat das Wort Staatsminister Rhein. Verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 4.2., wenigen Tagen also, findet der diesjährige Weltkrebstag statt. Ich finde, dass dieser Weltkrebstag eine gute, eine wichtige Einrichtung ist, weil er eben dieses Thema, und das ist ja durch die Beiträge sehr deutlich geworden, Frau Knell hat zu Recht gesagt, es ist das Angstthema, es ist die Angstkrankheit, dieses wichtige Thema sehr intensiv in das öffentliche Bewusstsein rückt. Krebs ist eine der gefürchtetsten Volkskrankheiten. Die Zahlen zeigen das. Das Risiko einer Krebserkrankung steigt in diesen Zeiten massiv an. Das hat natürlich auch mit der Alterung der Gesellschaft zu tun, aber natürlich auch mit der Veränderung von Lebensgewohnheiten. Pro Jahr erkranken rund 500.000 Menschen neu an Krebs, und zwar alleine in Deutschland. Bis 2030 rechnen wir mit einem Anstieg um 20%. Und weltweit werden dann 2030 26 Millionen Menschen an Krebs erkranken und 17 Millionen Menschen deswegen und daran sterben. Und insoweit ist es natürlich schrecklich, aber auch kein Wunder, dass Frau Wissler hat darauf hingewiesen, jeder von uns jemanden in seiner Familie kennt oder in seiner nächsten Umgebung kennt, der von Krebs betroffen ist. Und natürlich, auch das trifft zu, was Harald Zuhausen, der Medizin-Nobelpreisträger, mit dem wir in den nächsten Tagen wieder den Paul-Ehrlich-Preis verleihen dürfen in der Paulskirche, dazu gesagt hat, nämlich, dass eine langfristige Umstellung unserer Lebensgewohnheiten annähernd die Hälfte der Erkrankungen vermeiden würde. Aber ich sehe darüber hinaus, und ich bin Herr Dr. Bartelt und Herrn May außergewöhnlich dankbar, dass Sie das Thema zur Sprache gebracht haben. Ich sehe darüber hinaus es als Pflicht des Staates an, dass massiv in Krebsforschung investiert wird, und es tut Hessen. Wir tun das mit unserem zentralen Forschungsförderprogramm. Das ist LOEWE, und Krebsforschung hat eben im LOEWE-Programm eine außergewöhnlich hohe Bedeutung. Seit Beginn des Programms wurden in diesem wettbewerblichen Verfahren 13 Vorhaben zur Förderung ausgewählt. In 6 Projekten in 2 Zentren und 4 Schwerpunkten stehen hauptsächlich die
onkologischen Fragestellungen im Fokus der Forschung. Dafür haben wir Löwe-Mittel in Höhe von rund 100 Millionen € in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt. Ich kann überhaupt gar nicht verstehen, Frau Dr. Sommer, aber ich kann auch Frau Wissler in dieser Frage überhaupt nicht verstehen, wie man Drittmittel schlechtreden kann, wie man auch die Pharmaindustrie schlechtreden kann. Wir würden in diesem Land Krebs nicht so bekämpfen können, wie wir Krebs bekämpfen, wenn wir nicht Drittmittel in eben solcher Höhe in Hessen eingeworben hätten. Und das ist das Verdienst der Forscherinnen und Forscher. Denn nur wo gute Forschung stattfindet, bekommt man eben auch Drittmittel. Deswegen kann ich das nicht verstehen. Und noch eins: Diese 100 Millionen € sind die Basis in Hessen gewesen, um eben neue Zentren zur Krebsforschung einrichten zu können. Ich will an dieser Stelle beispielhaft nennen das Löwe-Zentrum Translationale Medizin und Pharmakologie. Ende 2017 haben wir weitere 19,4 Millionen € in dieses Zentrum investiert. Und außerdem wird das Land die Errichtung eines Forschungsneubaus, der gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft auf dem Campus Niederrad realisiert werden soll, mit bis zu 22 Millionen € ab 2018 unterstützen. Damit haben wir das erste Fraunhofer-Institut in Frankfurt am Main. Ich nenne weiter das von Ihnen erwähnte Löwe-Zentrum für Zell- und Gentherapie. Ich muss dazu nicht viel sagen, es ist darüber gesprochen worden. Ich nenne natürlich auch in Mittelhessen die Standorte an der Uni Gießen und Marburg in Sachen Lungenforschung. Ich nenne aber natürlich auch in Marburg den Löwe-Schwerpunkt Tumor und Entzündung. Und natürlich von Hängepartie keine Rede, liebe Frau Dr. Sommer. Wir haben es einfach umgesetzt. Natürlich nenne ich das spezifische Therapiezentrum in Hessen, unsere Hightech-Einrichtung Made in Hessen, das Marburger Ionenstrahltherapiezentrum. Eine großartige Einrichtung. Und das will ich auch einmal hinzufügen. Dieses Ionenstrahltherapiezentrum gibt es sonst nur noch in Essen und Heidelberg, und es gibt es eben in Marburg. Und auch das gehört dazu. Es ist gerade für junge Patienten oftmals die letzte Hoffnung, wenn sie an Krebs erkrankt sind. Deswegen ist es eine großartige Einrichtung. Wir können den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dankbar sein. Aber wir wollen auch einen weiteren großen Schritt als Landesregierung machen, und zwar gemeinsam mit dem Georg-Speyer-Haus, mit Prof. Grethen und Prof. Serve, Prof. Diekitsch in Frankfurt am Main. Wir wollen ein hessisches Krebsforschungszentrum, das Frankfurt Cancer Institute, einrichten, das Patienten die neuesten Erkenntnisse und Methoden verfügbar macht. Das Ziel dieses für die Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Krebsmedizin entscheidenden Zentrums wird Herr die Optimierung. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktion ist erreicht. Ich komme zum Ende, Frau Präsidentin. Wird die Optimierung der personalisierten Medizin sein, und zwar ganz heruntergebrochene Therapieformen, insoweit wirklich aus dem Labor, aus der Forschung direkt ans Krankenbett. Das wird ein Riesenfortschritt sein für den Standort Hessen. Und natürlich werden wir ihn einbetten in das Onkologiekonzept, das Herr Dr. Bartel angesprochen hat, in dem eben niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser neben der Unimedizin nicht als Konkurrenten, sondern als Partner, als notwendiger und dringend notwendiger Partner verstanden werden. Insoweit verspricht dieses Frankfurt Cancer Institut eben nicht nur Erkenntnisgewinn, sondern wirklich eine wertvolle Bereicherung therapeutischer Optionen. Und natürlich verdienen die Forscherinnen und Forscher das große Dankeschön. Sie erbringen die Leistung. Aber wir stellen die politischen Rahmenbedingungen. Wir machen möglich, dass diese Leistungen überhaupt stattfinden können. Das machen wir mit Löwe. Und das unterscheidet im Übrigen die Zeit nach 99 von der Zeit vor 99. Seit 1999 geht es hier in riesengroßen Schritten voran. Verehrte Frau Dr. Sommer, darüber können Sie sich ja mal gerne informieren. Und dann sehen Sie, dass es sich wirklich lohnt, wie die Investitionen des Landes Hessen in Wissenschaft und Forschung stattgefunden haben. Denn das ist wirklich Forschung zu aller Nutzen. Und dafür können wir allesamt insgesamt sehr dankbar sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir haben eine zweite Runde. Redezeit 1 Minute 40 Sekunden. Frau Vorsitzende, Herr Minister, natürlich ist Drittmittelforschung problematisch.
Es ist an vielen Stellen gut, dass wir sie haben. Es ist für die Unternehmen gut, dass sie die Möglichkeit haben, mit ihren Drittmitteln an Hochschulen Forschung zu betreiben, um für die Gebiete, in denen sie interessengeleitet und am Ende umsatzorientiert Forschung haben wollen, dort etwas zu erreichen. Aber daneben brauchen wir, und das in einem großen und breiten und unabhängigen Rahmen, Forschung, die unabhängig von Interessenleitung ist. Wir brauchen Forschung, die sich mit Themen beschäftigt, die eben nicht daran orientiert sind, ob man hinterher mit dem Forschungsergebnis in irgendeiner Weise wirtschaftlich einen Erfolg erzielen kann. Wir brauchen Forschung in dem Bereich, wo es sich um Nischen handelt, um geringe Erkrankungen, die nicht so häufig auftreten, um die Punkte, wo es eben nicht möglich ist, große Gewinne zu erzielen. Das Problem, das Frau Wissler vorhin mit dem Methadon beschrieben hat, wo eben die Pharmaindustrie kein Interesse hat zu forschen, weil es ihre Gewinne exorbitant reduzieren würde, wenn sich herausstellen würde, dass es Medikamente gibt, die viel preiswerter sind. Da hätten wir alle einen Benefit von, da hätten die Krankenkassen einen Benefit von, aber an erster Stelle hätten mal die Patientinnen und Patienten einen Benefit, wenn sie ein gut verträgliches Medikament bekämen. Und es kann doch nicht im Interesse derjenigen sein, die große Gelder für ihre Forschung ausgegeben haben. Nein, das wollen die genau nicht erforschen. Und deswegen brauchen wir eine Forschung, die unabhängig ist, die das ermöglicht, und zwar ohne zu hinterfragen, ob und wie das mit dem Geld anschließend aussieht. Wir brauchen genau diese unabhängige Forschung, damit auch Krankheiten beforscht werden können, die nicht im wirtschaftlichen Interesse sind und eben die Dinge, die eben Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Die nicht den Gewinn der Unternehmen stärken. Vielen Dank. – Nächster Redner, Kollege Grumbach, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, Sie haben ein Problem, dass Sie für bestimmte Teile der Rede von Frau Sommer nicht zuständig waren. Und der Punkt, der deutlich macht, dass die Landesregierung dort, wo sie ureigene Kompetenzen hat, relativ langsam und schwer reagiert, wie beim Krebsregister, nicht beantworten konnten. Das sei Ihnen nachgesehen. Aber kommen wir einmal zu Ihrem Bereich. Und da finde ich schon ganz spannend. Ich warte auf den Tag, an dem wir hier nicht Regierungserklärungen von Ministern kriegen, sondern Menschen, die die Forschung selber machen, hier vor dem Hessischen Landtag über das berichten, was sie tun und wie sie es finanziert kriegen. Dann würden Sie nämlich diese Loblieder, die Sie hier hören, vergleichen müssen mit den Reden der Menschen, die die harte Arbeit machen. Und das passt nicht zusammen. Und Sie haben es im letzten Beispiel, Ihrem Superbeispiel der Ionenstrahltherapie, doch deutlich gemacht. Das Ding ist hier an der GSI entwickelt worden. Es ist von jemand aus der GSI, der selber eigene Krankheitserfahrung hat, sozusagen angeboten worden wie Sauerbier. Es ist dann erst einmal in Heidelberg gelandet, weil Ihre privatisierte Uniklinik nicht in der Lage war, das Ding auf die Reihe zu kriegen. Und es bedarf einer Notoperation, um überhaupt in Kooperation mit Heidelberg das hinzukriegen. Das als Erfolg zu verkaufen, dazu muss man schon sehr stark drauf. Dazu muss man sehr stark in der Lage sein, sozusagen seine Misserfolge umzudeuten und seine Notbremsung zum Erfolg zu machen. Alles in allem, die Universitäten verdienen unseren Dank. Ja, und Löw ist ein kluges Programm, aber überhöhen Sie doch nicht Ihren Anteil an dem, was die Universitäten machen. Sie überhöhen es gnadenlos, und das sollten Sie endlich lassen, sondern denen, die überhaupt versucht haben, an Mittel zu kommen. Da bin ich bei den Drittmitteln nicht ganz so glücklich. Kollege Grumbach, Sie müssen zum Schluss kommen. Da bin ich bei den Drittmitteln nicht ganz so glücklich, weil das haben die Unis ja selber organisiert. Da kann die Landesregierung da auch nichts für. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Wolff für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin schon sehr fasziniert, dass sich hier eine völlig verhackte Diskussion bildet, aber eigentlich im Kern deswegen, weil es der Opposition nicht gefällt, dass auch durch staatliches Handeln, durch hessisches Handeln im Konzert mit den Forscherinnen und Forschern eminent große Erfolge erzielt werden. Wenn Sie sich anschauen, Herr Kollege Grumbach, Sie haben jetzt gerade noch einmal GSI genannt,
GSI ist ein Helmholtz-Institut, in das natürlich massiv staatliche Finanzierung hineinfließt. Viele der anderen Forschungsinstitute werden mithilfe von nationaler staatlicher Finanzierung und mit Landesfinanzierung entwickelt. Natürlich ist das Element Löwe nicht zu unterschätzen, gemeinsam mit der Grundfinanzierung der Hochschulen, dass Schwerpunkte entwickelt worden an hessischen Hochschulen, die uns jetzt und vor allem den Patientinnen und Patienten in enormer Weise in der Lage sind, zu helfen. Und Herr Dr. Bartelt hat ja auch, er hätte auch über die Partikeltherapie viel intensiver noch reden können, über die Erfolge, die aus Hessen nach Heidelberg und wiederum in Hessen stattfinden. Aber er hat ganz dezidiert angesprochen, dass es um eine Immuntherapie und damit um eine neue Form der Therapie geht, die eben auch nicht in dieser Form kostenintensiv ist, sein wird, wie es manche andere Formen der Therapie sind. Und verehrte Redner der Opposition, die so über Drittmittel negativ reden, wenn Sie sich anschauen, in der Nachkrebsbehandlung werden 50% der Mittel in internationalen Projekten ausgegeben. Ja, wie soll denn das anders funktionieren, Kollegin als Wolf, auch mit die Drittmitteln? Redezeit ist und zu von Ende. Daher, jawohl, Frau Präsidentin, von daher lassen Sie uns über die Sache kundig reden und lassen Sie uns darüber reden, welche Hoffnungen von Patienten mittlerweile berechtigt sind, geheilt werden zu können, aufgrund auch der Wissenschaftspolitik des Landes Hessen. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollege Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es hat mich schon ein wenig gewundert, dass man in einer Aktuellen Stunde, wo es darum geht, Spitzenforschung zu loben, Spitzenforschung wertzuschätzen, dass man noch nicht einmal in einem solchen Punkt hier eine Gemeinsamkeit hinkriegt und das auch betont, was hier an hessischen Schulen für eine gute Forschungs- und Entwicklungspolitik gemacht wird. Und ich will, Karin Wolf hat es ja gesagt, ich will vielleicht auch noch einmal erwähnen, das hat natürlich auch etwas mit Wertschätzung von Wissenschaft zu tun. Das hat etwas von Wertschätzung von Hochschule zu tun. Und diese Wertschätzung zeigt sich ja auch dadurch, dass Sie, das können Sie am Haushalt dieses Landes ablesen, wie diese Wertschätzung in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Und deswegen verstehe ich Ihre Kritik, Ihr Kaputtreden von Spitzenforschung in Hessen, verstehe ich überhaupt nicht. Unsere Unterstützung hat auf jeden Fall die Wissenschaftspolitik hier in Hessen. Und die Finanzierung der Hochschulen zeigt das ja sehr deutlich. Und ich will noch sagen, dass man natürlich auch, der Kollege May hat mir das gerade auch noch einmal erklärt, dass die Frage der Drittmittel, die hier von Ihnen hier erwähnt worden ist, da müssten Sie vielleicht auch noch einmal nachlesen, weil Drittmittel, ein großer Teil dieser Drittmittel sind öffentliche Mittel, die dafür da sind, gewisse Projekte überhaupt erst anzuschieben. Und ohne diese Drittmittel gäbe es viele Projekte gar nicht, die wir hier so erfolgreich nach vorne gestellt haben. Von daher gilt der alte Satz des Ministerpräsidenten, vertiefte Sachkenntnis verhindert die muntere Debatte. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die. Darf ich um Ruhe bitten? Ja, es geht hier weiter. Und wenn es ansonsten weitergeht, bitte draußen. Tagesordnungspunkt 58, die Aktuelle Stunde, ist damit abgehalten.